Hallo und herzlich willkommen zur satanischen Medienagenda, dem Format im Internet, wo wir anhand der Bibel Aussagen aus den Medien verifizieren und diese dann an der Bibel messen und dann zu erstaunlichen Ergebnissen kommen, dass nämlich das, was uns erzählt wird, ein weiterer Beweis dafür ist, dass Satan als Geistwesen auf dieser Welt alles Materielle beherrscht und dass die Medien ein weiteres Sprachrohr für ihn darstellen. Und das haben wir jetzt hier an dem ganz, ganz prominenten Beispiel des für verschiedene Generationen sehr berühmten Filmschauspielers Christopher Lee gemacht. Es gibt hierüber eine sehr ausgebreitete Videoserie in der regulären satanischen Medienagenda. Und das hier, das ist quasi der Extrakt, das ist das Video aus dem Jahre 1975 in epischer Länge. Und hierzu begrüße ich jetzt erstmal dazu meinen Bruder Jörg aus Belgien. Moin, moin. Ja, der ganz fürchterlich ruhig sein muss, dass wir mit der Zeit hinkommen und das vernünftig gelesen bekommen. Ich bin unglaublich gespannt auf dieses Interview von dem Christopher Lee, den ich, wie gesagt, nie richtig kannte. Das Einzige, an das ich mich immer daran erinnere, das ist, glaube ich, wo er gespielt hat in diesem Bermuda-Dreieck-Film da, wo ein Flugzeug abstürzt und wo er dann draußen als Leiche da vor dem Fenster auf einmal rumtreibt. Die Szene geistert mir heute noch von meinem geistigen Auge manchmal vor. Da ist er mir in Erinnerung mitgeblieben. Ansonsten kenne ich den überhaupt nicht und ich bin schockiert über das, was ich bis jetzt in den Sendungen mit Michael drüber gelernt habe. Und ich werde wahrscheinlich noch schockierter sein, wenn wir jetzt dieses Interview von 1975 gelesen haben, das Michael euch jetzt vorliest. Ich bin beinahe dazu verpflichtet, dieses Gesicht da hängen zu lassen, weil das hat so einen durchdringenden, bösen Blick. Von diesem Menschen kann man da Liebe erwarten? Es ist immer eine Definitionsfrage. Man kann ja auch die dunkle Seite lieben. Dieser Mann hat einen Background als Schauspieler. Dafür ist er bekannt, aber er ist auch adelig und er hat also einen ganz, ganz ausgebreiteten Bekannten- und Freundes- und Influencerkreis sozusagen. Der ist nicht nur Schauspieler, der ist auch adelig und war im Geheimdienst. Einmal Geheimdienst, immer Geheimdienst. Und er hat nicht nachher nur noch die ganzen Abzeichen gesammelt, sondern war dann natürlich auch in Kontakt zu entsprechenden Menschen. Das heißt, dieser Mensch war zu dem Zeitpunkt des Interviews genau 53 Jahre alt. Er ist 1922 geboren und er hat uns einiges zu erzählen. Und wir werden versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Dann mal los. Dies ist ein Interview, was frei verfügbar ist auf YouTube, beispielsweise aus der Quelle FYI und im Augenblick heute noch verfügbar und auch herunterladbar ist. Das haben wir gemacht. Wir haben auch hier einfach mal zur Beweisführung einfach mal die Untertitel, die in Englisch zur Verfügung stehen, runtergeklebt, um zu zeigen, das ist tatsächlich dieses Interview. Schwarz-weiß, schlechte Qualität, aber ansonsten gut zu verstehen. Und er sagt jetzt hier, da ist nichts Fiktives über schwarze Magie, in welchem Weg oder auf welche Art und Weise, wie auch immer. Es ist ein Fakt, es ist ein Fakt, dass es existiert für einige tausend Jahre. Ne? Das ist das, was er sagt. Da kommen wir ja noch später dazu. Dieses Interview heißt Christopher Lee Interview on Satanism, Black Magic and the Occult aus dem Jahre 1975. Die deutsche Übersetzung kommt zum Großteil von Miss Marple. Vielen Dank daran. Das war eine ganz tolle Kollaboration. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir das vielleicht dann so machen, dass wir das mal machen wie am Beispiel von Bob Dylan damals, dass der Jörg den Interviewer liest und ich lese den Christopher Lee. Das macht vielleicht dann mehr Sinn. Das wollte ich letztes Mal schon vorschlagen, aber das können wir gerne machen. Ja, prima. Ist es einfacher, einen bösen Charakter zu spielen, als einen guten, wie der Duke, also Herzog de Richelieu in The Devil Rides Out? Christopher Lee sagt, nein, ich denke, dass das Spielen eines guten Charakters wesentlich schwieriger ist. Ich will es so erklären. In der Regel ist es sowohl für mich als auch hoffentlich für das Publikum wesentlich angenehmer, einen schlechten Charakter zu spielen, weil diese Rollen meistens besser charakterisiert sind. Um es so auszudrücken, diese Rolle, wie sie normalerweise geschrieben wird, wird wohl mehr Wirkung mit einem schlechten, einem bösen oder einem gottlosen Charakter darstellen. Aber du musst immer daran denken, dass du zur selben Zeit das Publikum in dein Vertrauen ziehst und, obwohl du nicht direkt zu ihm sprichst, sagst du im Endeffekt: Schau, dies kann nicht passieren, hab keine Angst, oder? Dies kann doch passieren. Deswegen sei also vorsichtig, wenn du es selber versuchst.
Christopher Lee sagt jetzt hier absichtlich einen gottlosen Charakter. Ein gottloser Charakter zeichnet sich darin aus, dass er beispielsweise sich selber als Gott erhöht oder letzten Endes nicht an den Gott der Bibel glaubt. Ein gottloser Charakter ist gleichgesetzt hier mit schlecht und böse. Eigentlich ist es genau dasselbe. Eigentlich ist es jetzt hier nur eine Aufzählung von Adjektiven. Und wie er das auch immer dann sagt, in den Einzelheiten werden sicherlich auch da andere Menschen eine etwas leicht geänderte Übersetzung haben. Aber ich denke, im Kernaussagen ist diese Übersetzung schon ziemlich gut. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt gleich zu den wirklichen Highlights kommen, dieses Interviews. Und dieser Christopher Lee steht jetzt nur stellvertretend für die Schauspieler und die Horrorszene. Das ist nur ein Stellvertreter hier. Der hat für eine gewisse Zeit diese Erde hier bevölkert. Aber diese Sache ist also vor ihm und nach ihm weitergeführt worden. Das ist eine Agenda, um Menschen letzten Endes das Böse schmackhaft zu machen oder das nur als Fiktion darzustellen. Und darum geht es jetzt hier. Christopher Lee sagt, Zitat, es gibt immer eine gewisse Sympathie für die bösen Personen, weil es fast immer locker zugeht. Warum ist das so? Weil meiner Interpretation heraus das eben so ist, dass das Böse fasziniert. Und warum? Kommt im übernächsten Satz. Es geht weiter. Christopher Lee sagt, sie haben in der Regel gewisse unterhaltsame und ansprechende Eigenschaften. Diese Bösen sind es auch, an die sich das Publikum eher erinnert, als an die guten Leute. Warum ist das so? Weil die Mehrzahl der Menschen laut der Bibel auf dem breiten Pfad wandelt. Das heißt, die Mehrzahl der Menschen ist im antichristlichen Geist. Und alles, was diesen Geist befeuert, indem es destruktiv ist, erschreckt, fasziniert, schockiert, da fühlen sich genau viele Menschen wohl und sagen, ja, also das war ein wahnsinniger Film, also wie das da gemacht worden ist. Und das ist eben das, dass viele Filme die Fantasien mancher Menschen halt einfach ausleben. Fantasien nicht unbedingt von Mord, aber Fantasien von Macht und Fantasie von Unbegrenztheit und Fantasie von bösen Dingen. Darf ich da mal kurz jetzt nicht als Interviewer einhaken? Ja, ja. Dir sind ja sicherlich die Filme von ach, wie heißt er jetzt wieder? Ach, Pulp Fiction, wie heißt der wieder? Quentin Tarantino. Dir und den Zuschauern sind ja sicherlich die Filme von Quentin Tarantino bekannt. Mhm. Also gerade der Film Pulp Fiction ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit schlechten Menschen hofft, dass es zwischen Anführungszeichen gut ausgeht. Quentin Tarantino hat keinen einzigen Film gemacht, soweit ich ihn kenne. Der letzte, den ich gesehen habe, war Inglourious Basterds. Er hat meines Erachtens keinen einzigen Film gemacht, in dem irgendetwas Gutes dargestellt wird. Das sieht auf jeden Fall auf Wikipedia gerade nicht besonders gut aus. Also Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1 und 2, Sin City, Death Proof, Django Unchained und The Hateful Eight. Ja, Django also Unchained und The Hateful Eight sind die letzten zwei, die ich nicht kenne. Ja, ja. Und 2019 Once Upon a Time in Hollywood. Aber klar, der Mindset, also die geistige Ausrichtung dieses Menschen, ist natürlich erstmal auf Erfolg. Und Erfolg hat man in dieser Welt nur, wenn man halt das Massenpublikum bedient. Deswegen sind Massenpublikum und Massenmedien, wenn die Bibel recht hat, logischerweise antichristlich. Denn die Masse wandelt auf dem breiten Pfad in die Verdammnis. Der Punkt, den Christopher Lee hier macht, aber du musst immer daran denken, dass du zur selben Zeit das Publikum in dein Vertrauen ziehst. Und obwohl du nicht direkt zu ihm sprichst, sagst du im Endeffekt, schau, dies kann nicht passieren, hab keine Angst, oder dies kann doch passieren, deswegen sei also vorsichtig, wenn du es selber versuchst. Das ist so zupassbar auf die Filme von Quentin Tarantino, ja, der ja teilweise auch Geschichte spielt, da in Glorious Bastards, ich weiß gar nicht, wie der jetzt auf Deutsch heißt, der spielt ja zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Frankreich, wo dann da ein Hitler-Attentat geplant wird, in einem Theater auch noch. Da wird das alles so dargestellt, als ob das so gut wäre, weil es geht ja gegen den bösen Hitler. Das sind alles so schlechte Menschen, die da gezeigt werden. Da kann einem wirklich nur noch schlecht werden. Wirklich nur mit diesem bösen und gottlosen Charakter. Das kann der Quentin Tarantino unglaublich gut darstellen. Ich finde es beinahe erstaunlich, dass Quentin Tarantino nicht gedreht hat mit Christopher Lee. Was sagst du denn dazu? Ich sag mal so, dass der Quentin Tarantino jetzt vielleicht nicht
so unbedingt die Wahl von Christopher Lee deswegen gewesen ist, weil er natürlich da, wo er wirklich groß geworden ist, der Quentin Tarantino, vielleicht ein anderes Publikum hatte. Ich habe mich jetzt nicht mit dem Quentin Tarantino in puncto Christopher Lee beschäftigt. Ne? Ich kann da also nicht den Grund sagen, warum die beiden nicht zusammengekommen sind. Weil er hat ich denke ja auch aber, dass der Christopher Lee so ein Weltstar ist, dass er sich seine Regisseure aussuchen konnte. Der hat ja auch diesen Vampirfilm gemacht, From Dusk to Dawn, ne? Ja, und deswegen, der hätte mich jetzt erst, an den wäre ich jetzt zuerst gekommen und bevor ich dann halt eben zu den Bastards oder zu Pulp Fiction oder sowas Ähnliches gekommen ist. Es gibt natürlich viele Regisseure, die mit ihm wunderbar eigentlich zusammen hätten arbeiten können. Einer beispielsweise, der mir sofort einfiele, wäre David Lynch. Ja, da hätten sich dann zwei getroffen und die hätten dann auf jeden Fall wahrscheinlich Party gehabt. Ne? Ich wollte auch gar nicht weiter ablenken, aber wo wir hier gerade über diese Sache von Christopher Lee sprechen, es gibt immer eine gewisse Sympathie für die bösen Personen, das ist genau der Punkt. Deswegen sind die Filme von Quentin Tarantino so erfolgreich, weil die Leute gehen ins Kino und sie wollen das Böse lieben. Da geht es drum. Ja, das Thema ist halt, wie gesagt, wenn wir mit der Bibel argumentieren, was wir natürlich tun, um Satan zu demaskieren, dann ist es so, dass die Mehrzahl der Filme, die da draußen erfolgreich ist, natürlich auch besonders blutrünstig ist oder halt fiktional ist. Also ob das jetzt die Titanic ist, wo halt tausende Menschen sterben, oder ob es jetzt Herr der Ringe ist, wo tausende Menschen sterben, oder irgendetwas anderes. Also die Mehrzahl der Filme hat entweder Sterben zur oder halt Unzucht, wie hier zu, also Pretty Woman oder solche ganzen Geschichten. Wenn man sich dann tatsächlich mal die erfolgreichsten Filme der Welt angucken würde, was wir jetzt nicht tun, weil wir da einfach keine Zeit für haben, dann würde man sicherlich feststellen, dass also gerade solche Filme, die entweder eine Fiktion dargeben oder halt aber den Horror dann irgendwie proklamieren, da erfolgreichsten sind. Unerfolgreich werden solche Filme sein, die eine mitfühlende Altenpflegerin zeigen, die ja dann jeden Tag abends nach ihrer anstrengenden Arbeit auch noch ihre Mutter pflegt. Das will irgendwie niemand sehen. Das ist Elend. Ja, das ist Arbeit, das ist Mühsal, das möchte keiner sehen. Jeder möchte abgelenkt werden. Außer das ist Stephen King und Dolores Claiborne. Ja, aber wie gesagt, also die erfolgreichsten Filme gucke ich mir gerade an, die heißen Avengers Endgame. Da noch nie von gehört. Ja, also auf jeden Fall das Endspiel, ne? Also die Avengers und so weiter, das ist halt Walt Disney Studios, dann halt Avatar, dann Titanic, dann Star Wars, und direkt bei Krieg der Sterne, eigentlich der Krieg der Engel ist, dann Jurassic World. Ja, oh, da ist König der Löwen dabei. Ja, und wenn wir da in die Symbolik von König der Löwen reingehen würden, dann werden wir wahrscheinlich dann auch noch genug finden. Dann haben wir auf Platz 8 Marvel, auf Platz 9 Fast and Furious. Und danach kommen dann die Filme, die wir dann hier eigentlich nicht behandeln. Danach haben wir dann die Eiskönigin 2 und danach geht es dann direkt los mit Harry Potter und solche ganzen Geschichten. Aber wie gesagt, das ist ja Christopher Lee. Der ist geboren 1922, war also zum Zeitpunkt des Interviews geschmeidige 53 Jahre alt und hatte da zu dem Zeitpunkt seit 1958 Erfolge, also schon mehr als 15 Jahre auf dem Puckel mit Frankensteins Monster, mit Dracula, mit Dr. Fu Manchu, mit The Wicker Man und mit ähnlichen Sachen, inklusive James Bond. Also das sind ja nur Weltrollen, ne? Bitteschön. Also Dracula, Dr. Fu Manchu, James Bond 007, Wicker Man, also das sind Weltkaliber, ne? Ein Weltkaliber-Schauspieler. Ja, er sagt, die Bösen sind es auch, an die sich das Publikum eher erinnert, als an die guten Leute. Tja, die sind eben so abgrundtief böse, dass man vielleicht auch den Schrecken da noch irgendwie so mitnimmt, ne? Er sagt weiter, Zitat, sieh mal, eine gute Person zu spielen, ohne übertrieben brav, also super brav zu sein, ohne etwas überheblich zu sein, vielleicht mit Selbstzufriedenheit oder Selbstgefälligkeit, ist sehr schwierig. Eine böse Person glaubhaft zu spielen, ist ebenso schwer, aber du hast mehr zu spielen, wenn du mir folgen kannst. Das heißt, er hat dann größeres Repertoire von zynisch über hämisch, über sarkastisch, über gemein und so weiter. Also er hat dann verschiedene Abstufungen, wie er dann jeden Charakter darstellen kann. In jedem Falle aber ist er, genau wie alle anderen Schauspieler, ein Lügner, weil er ja gar nicht diese Person ist. Das heißt, er gibt sich für Geld, für diesen Film, für jemand anders aus und verstößt damit gegen das Gebot, dass du eben kein falsches Zeugnis gegenüber deinem Nächsten, auch nicht deinem nächsten Schauspieler, auch nicht deinem nächsten Zuschauer geben kannst. Das heißt, das Einzige, was eigentlich erlaubt wäre, wäre, dass er sich an einer Biografie selber spielt. Hat er aber nicht gemacht. Er ist dafür bekannt, wenn ich richtig im Kopf habe, dass er sogar im Guinness Buch der Rekorde steht, als der Schauspieler, der am meisten Filmrollen hatte. Ist auch kein Wunder bei der langen Karriere, aber gut.
Das Unglaubliche glaubhaft zu machen, ist das Schwerste überhaupt, sagt er. Das Unglaubliche wäre das, was die meisten Menschen, die natürlich im antichristlichen Geist sind, als völlig unglaubwürdig abstempeln würden. Und das ist natürlich die geistige Welt. Das heißt, alles das, was hier mit Geistern oder Dämonen, Dienern Satans zu tun hat, das angefangen von Vampiren über Frankensteins Monster, über hin zu irgendwelchen Charakteren, die dann von irgendwelchen Dingen besessen sind oder halt von Mordlust getrieben werden. Das ist dann das Allerschwerste überhaupt, weil in dem Moment derjenige, der ins Kino geht, in eine ganz andere Welt eintaucht und dann sagt, jetzt habe ich hier Geld dafür bezahlt, dass man mir eine Illusion darbietet. Und die Illusion ist jetzt diejenige, dass Christopher Lee sagt, ich spiele jetzt hier einfach gegen Geld. Oder halt teilweise hat er sogar auch kostenfrei gespielt, beispielsweise im The Wicker Man. Da hat er einen Priester gespielt. Das heißt, er sieht seine Aufgabe darin, oder für ihn sieht er das Schwerste in seinem Beruf überhaupt darin, das Unglaubliche glaubhaft zu machen. Damit sind wir bei dem Übernatürlichen, damit sind wir bei dem Supernatural, damit sind wir bei der spirituellen Welt, weil die meisten Menschen ja gar nicht an Geister glauben. Also, ich stelle den Satz um und sage, das Spirituelle, das Übernatürliche glaubhaft zu machen, ist das Schwerste überhaupt. Natürlich, wenn Sie jemanden nehmen, der von Natur aus schon schlecht ist und es unmöglich ist, das den Menschen glaubhaft zu machen, ist es eine große Herausforderung. Aber den Charakter eines guten Menschen interessanter zu machen, ist auch eine größere Aufgabe, denke ich. Jetzt geht's los. Siehst du die schwarze Magie als rein fiktiv an oder steckt etwas Wahres darin? Christopher Lee sagt, etwas Wahres? 100% Wahrheit. Wie auch immer, da ist nichts Fiktives, wenn es um schwarze Magie geht, in welcher Form auch immer. Es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache, dass sie seit mehreren tausend Jahren existiert. Ich meine damit, wenn wir über schwarze Magie reden, reden wir über Satanismus, Nekromantie, Alchemie, Hexenkraft, die Anbetung von Satan und die Anbetung der dunklen Mächte. Ob es Voodoo, Juju ist, ob es manche Praktiken aus der westlichen oder östlichen Welt sind oder ob es leicht oder nicht leicht zu definieren ist. The Order of the Left Hand Path, also der Orden des Pfades der linken Hand, die Anbetung von diesem oder jedem, ist grundsätzlich das Anbeten der dunklen oder bösen Mächte als Verkörperung von Satan, Luzifer, der Fürst der Dunkelheit und deren Legionen und so weiter in einem sehr einfachen Sinne dargestellt. Jetzt muss ich hier mal aufhören, denn er hat jetzt hier eine Aufzählung gemacht, die letzten Endes nicht für jemanden zeugt, der sich damit nur oberflächlich befasst hat. Würde man diese Frage zum Beispiel, ohne jetzt irgendjemand etwas zu wollen, einem Thomas Gottschalk stellen oder einem Till Schweiger stellen, würde die Antwort garantiert nicht in der Geschwindigkeit und nicht mit der ausgebreiteten Detailliertheit eines Christopher Lee hier gegeben werden. Das heißt, er kennt sich damit aus. Wenn er jetzt hier schon sagt, in diesem Satz, in einem sehr einfachen Sinne dargestellt, dann ist das hier schon fast in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit schon fast eintragsreif. Wenn er das dann so sagt, in einem sehr einfachen Sinne dargestellt. Wenn er jetzt schon sagt, dass der ganze Artikel, den wir jetzt gerade gelesen haben, ein sehr einfacher Sinn ist, dann heißt das für mich, dass er noch viel detaillierter da reingehen könnte, wenn er sagt, das ist in einem sehr einfachen Sinne dargestellt. Ja, guckt euch die Aufzählung an. Satanismus, Nekromantie, Alchemie, Hexenkraft, Anbetung von Satan, dunkle Mächte, Voodoo, Juju. Ja, ich frage mal, wie viele Menschen, glauben Sie da draußen, sind in der Lage, diese Aufzählung aus dem Kopf zu runterzitieren? Von daher hat dieser Mensch garantiert noch ein ganz anderes Wissen, wenn er sagt, das ist im sehr einfachen Sinne dargestellt. Das ist einfach die Verkörperung von Satan, Luzifer, dem Fürst der Dunkelheit. Ja, also er sieht ja jetzt hier schon einige verschiedene Schattierungen, die ein normaler Mensch gesagt hätte, ja, das ist halt schwarze Magie, ist halt irgendwas in einem dunklen Raum. Ne? Schwarz halt. Und das ist eben kein einfaches. Was mich am meisten fasziniert dabei, Entschuldigung, dass ich dich immer unterbreche, ist das Wort Alchemie, das dazwischen sitzt. Mhm. Wobei ich ganz deutlich mit an die heutige Hexerei mit Medikamenten denken muss. Ja, vor allen Dingen verstehen viele gar nicht, dass es halt damals eine durchaus gängige Praxis war zu Hofe, dass man also dann jemanden dann noch abgestellt hat. Das sind Sachen, die gemacht worden sind damals, also damals schon gemacht worden sind, heute natürlich auch, aber damals schon gemacht worden sind, weil man eben ja so mit Stein der Weisen und so halt einfach dieses entsprechende Element dann halt da herstellen wollte. Und das zeugt
das Mittelalter und viele Menschen auch. Viele Menschen sind sogar dahin gekommen mit Alchemie und sind da zu Tode gekommen. Bei Vergiftungen zum Beispiel. Da gibt es ganz bekannten Wissenschaftler. Das kann vielleicht mal jeder selber rausfinden. Ja, der fängt mit I an. Der ist da zu Tode gekommen. Aber die sind dann nur als Physiker oder als Chemiker bekannt, die Menschen. Die sind nicht als Magier bekannt, was die dann aber waren, weil sie sich ja magischen Dingen, wie ja hier der Christopher Lee zugibt, ja eben zugewandt haben. Und das ist die Geschichte, dass man immer das völlig unterschätzt, was da zu Hofe bei den Königinnen und so weiter da stattgefunden hat. Und Alchemie ist natürlich auch die Voraussetzung, dass Menschen in den Naturwissenschaften dann auch schon zu Hause gewesen sind. Das heißt, die Leute, die sich früher mit Chemie beschäftigt haben, die haben sich im großen Teil, wenn sie halt einen gewissen Status hatten und sich beispielsweise ein eigenes kleines, in Anführungsstrichen, Labor oder Labörchen leisten konnten, das eben gemacht. Und manchmal stand das unter Strafe, sogar unter Todesstrafe, weil es eben unerlaubte Zauberei war. Aber bei vielerlei Dingen haben natürlich dann da auch die entsprechenden Herrschenden zwei Augen zugedrückt, weil die gesagt haben, ja, wenn die wirklich etwas Wertvolles herstellen können, dann können wir ja davon profitieren. Also das ist wirklich unglaublich ein riesenbreites Feld, das geht sogar bis in die Psychoanalyse rein, das geht sogar bis in die Tiefenpsychologie rein von C.G. Jung und so weiter, dass es da auch Wortschöpfungen gibt, die eigentlich dann da aus der ehemaligen Magie kommen und die dann weitergeführt werden bis in die heutige Psychologie. Da ist also der C.G. Jung so ein hervorragendes Beispiel mit den Begriffen von Magier zum Beispiel. Also das ist wirklich eine Sache, die war damals im Geheimen eine ganz, ganz, ganz hoch angesehene Kunst. Und ja, so viel mal dazu. Also er weiß genau, wovon der redet. Wenn er Alchemie mit zur Magie zählt, dann weiß der ziemlich genau, wovon der redet. Und vor allen Dingen, wer kennt den Unterschied zwischen Voodoo und Juju? Ja, wie viele Menschen auf dieser Welt überhaupt? Wenn er sagt, das ist in einem sehr einfachen Sinne dargestellt, in dem Moment hat er sich letzten Endes dann schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und da wird er dieses Stigma jetzt sozusagen, wird er auch nicht mehr los. Weil es ist klar, er erkennt sich da aus. Nicht nur, er braucht diese ganzen Unterscheidungen nicht, um einen Dracula darzustellen oder einen Dr. Fu Manchu oder einen Wicker Man oder jetzt hier in dem Beispiel The Devil Rides Out oder 007 Gegner. Dafür braucht er nicht zu wissen, den Unterschied zwischen dem und dem und dem. Und wenn er das alles aus dem Kopf kann, dann zeigt das nur davon, dass er ein sehr, sehr helles Köpfchen ist und dass er sich damit auskennt. Es geht weiter. Er sagt weiterhin, natürlich gibt es da noch viel mehr, was tiefer reingeht als all das. Das ist jetzt genau die Bestätigung der Vermutung aus dem Zwischensatz oder aus dem Nebensatz eben. Ja, es gibt noch viel mehr, was tiefer reingeht. Interessanterweise, was wir jetzt hier nicht beleuchten können, ist, dass er Jahre später ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, es gibt Leute, die halt mir unterstellt haben, ich hätte also eine riesen Bibliothek von solchen Büchern und ich habe vielleicht 4 oder 5. Ansonsten müsste ich in einem Badezimmer leben. Ne? I had to live in a bath. Und wenn das alles aus 4 oder 5 Büchern sein soll, das kann sich jeder selber vorstellen, ob das stimmt oder nicht. Wenn er das tatsächlich nur 4 oder 5 Bücher hat, dann muss es andere Menschen geben, die ihm dann eine ganze Menge dazu beigebracht haben. Aber gehen wir mal weiter. Er sagt, es ist eine Tatsache, eine äußerst gefährliche Tatsache, dass es, damit meint er die schwarze Magie, existiert. Und es existiert heute um uns herum. Satanische Zeremonien werden heute Nacht in Großbritannien abgehalten. Das sagt er deswegen, weil er Brite ist. Ja? Und aus dem ganz einfachen Grunde, weil dieses Interview natürlich dann auch in Großbritannien dann auch stattgefunden hat. Ne? So, jetzt sind wir bei der Zeremonie. Ja, und eine Zeremonie ist nichts anderes als eine religiöse, feierliche Handlung. Ja? Wenn er sich jetzt auf satanische Zeremonien bezieht, dann wäre das eine Sache, die entweder mit einem Priester oder mit einer Kirche zu tun hat, weil die Zeremonie ist damit betitelt oder definiert in festen Formen nach einem Ritus ablaufende feierliche Handlung, beispielsweise in einer Kirche. Also es muss irgendein Akt sein. Und da haben wir beispielsweise eine riesen Fundgrube, vor allen Dingen, weil er ja Großbritannien hier benennt, ne? Ganz klar. So, in Großbritannien gibt es verschiedenste Kirchen und es gibt auch ganz, ganz, ganz verschiedene Webseiten, die sich natürlich eigentlich in jedem Land der Welt damit
beschäftigen, dass es auch da Missbrauchsfälle in der Kirche gibt. Wenn jetzt ein Missbrauchsfall in der Kirche stattfindet, dann denkt man landläufig daran, dass das dann mit jemandem stattfindet, der in einer Kirchengemeinde ist. Aber wenn er sagt, eine satanische Zeremonie innerhalb von Großbritannien, dann kann das genauso gut sein, dass es in einer Kirche stattfindet. Und es gibt genug Webseiten, das ist jetzt hier nur einfach jetzt mal die erste, die ich gefunden habe, bishopaccountability.org, wo man jetzt dann sehen könnte, dass das eigentlich so ein weltweites Problem ist, dass es da zumindest genug Ankläger gibt, die dann sagen, da hat es solche Dinge stattgefunden. Und das fängt halt an und hört dann irgendwo dann da auf, dass diese Kirchen natürlich dann auch gewisse Nebenräume haben und es auch andere Gebäude gibt, die gewisse Nebenräume haben, wo dann beispielsweise mal ein Übergriff stattfindet. Und wenn dieser Übergriff beispielsweise von einem Priester stattfindet, dann ist das auch eine Art von Zeremonie, weil dieser Priester ja eigentlich dafür gedacht ist, Zeremonien abzuhalten. Das heißt, wenn wir jetzt den Schritt weiterdenken, dann müsste der Christopher Lee darüber Kenntnis haben, und die Frage ist dann von wem, dass es eben solche Priester oder Kirchen gibt in Großbritannien, wo so etwas schon stattgefunden hat oder gerade stattfindet. Weil er sagt ja, die finden heute Abend statt. Er sagt ja nicht, die haben schon mal stattgefunden, es gab da mal einen Fall, sondern er sagt ja, die haben stattgefunden seit Tausenden von Jahren und die finden heute Abend statt. Und eine Zeremonie muss nicht jetzt direkt auf dem Altar einer Kirche stattfinden, sondern kann beispielsweise in einem Nebenraum stattfinden, da wo die Messe vorbereitet wird oder Keller oder wo auch immer. Das sind jetzt hier keine Horrorstories. Es gibt diese Missbrauchsfälle zu Abertausenden. Und ich kenne auch jemanden, der sich da recht gut mit auskennt. Und deswegen müssen wir mal eben hier weiter scrollen. Wie gesagt, wir beziehen uns ja jetzt hier im Augenblick auf Großbritannien. Hat er ja gesagt. Und das absolut beste Beispiel, das nicht so lange her ist, später war als Christopher Lee, ist Jimmy Savile. Jimmy Savile ist ein ganz, ganz, ganz in England zumindest extrem bekannter Moderator. Vielleicht nicht jetzt, bitte, ist nicht als wertend zu verstehen, aber halt mal so vom Erinnerungsgrad. Vielleicht so vergleichbar mit Dieter Thomas Heck. Und ich will dem Herrn Dieter Thomas Heck jetzt bitte überhaupt nichts. Er hat hier nichts drin zu suchen, nur dass sein Bekanntheitsgrad in puncto Hitparade vielleicht dem entspricht, dem Jimmy Savile jetzt in den Großbritannien da entspricht, weil Jimmy Savile halt einfach da Top of the Pops, also quasi so die Hitparade in England da für Jahrzehnte moderiert hat. Ja, Jahrzehnte. Und deswegen hat dieser Jimmy Savile dann nach seinem Tod aber erst eine Riesenaufruhr dann veranstaltet. Dieser Jimmy Savile ist übrigens von Baujahr 1926, also ungefähr in dem Alter, dass man sagen könnte, da hat der Christopher Lee garantiert auch mal Sendungen von gesehen. Ja, der ist halt 4 Jahre älter, der Christopher Lee, als der Jimmy Savile. Aber der ist auch in dem elitären Club der geadelten Personen seitens der Queen. Der ist sogar mit Prinz Charles bekannt und hat angeblich zwischen der Ehekrise, zwischen den Prinz Charles und Lady Diana Spencer dann da interveniert. Und hier steht genau drin in diesem Part, bitte nochmal einmal oben drüber, ich glaube, da steht sogar drin hier, Satanic Sex Ring Claim, also die Behauptung, dass er einen satanischen Sexring angehörte. Er hat angeblich den Teufel angebetet. Ne? Das steht jetzt hier, das kann man jetzt so erstmal nur aus dieser Zeile jetzt hier rauslesen und deswegen können wir jetzt auch direkt wieder weiter. Und deswegen sagt hier beispielsweise, nur mal als Beispiel, ist jetzt nicht der Beweis, aber nur mal ein Beispiel, ein relativ prominentes Beispiel, ja, der perverse Jimmy Savile hat verletzliche Mädchen, also während unheimlicher schwarzer Messen sexuell missbraucht wurde, behauptet. Der BBC-Star in schwarzen Gewändern während der Rituale, die angeblich 1975 im Keller des Krankenhauses von Stoke Mandeville stattfanden. Das ist jetzt 1:1 übersetzt. Ich habe es auch jetzt absichtlich nicht fein getuned. Aus dem ganz einfachen Grunde, dass man sieht, dass es tatsächlich jetzt hier die zwei Sätze nur mal eben durch den Übersetzer gejagt. Ob das jetzt stattfand mit einem schwarzen Gewand oder nicht, ist jetzt relativ Wurst. Wenn er jetzt da Schutzbefohlene, Menschen, Mädchen, die in Krankenhäusern liegen, aus dem Grunde, weil sie krank sind und deswegen dem Schutz bedürfen und Heilung bedürfen, wenn er sich an denen dann vergeht. Diese Fälle sind mit über 400 Stück bei der Polizei bekannt geworden nach seinem Tod. Die waren auch schon zum großen Teil bekannt während seines Lebens. Nur, da stand der Mensch anscheinend unter einem ganz besonderen Stern.
Und mich würde nicht wundern, wenn dieser Stern fünf Ecken hätte, wie ein Pentagramm. Ja, der hat, wie gesagt, Verbindungen gehabt bis ganz oben. Ganz oben heißt der Führer oder die Führerin oder die Höchste in dem Staat Großbritannien und übrigens auch inklusive 53 Länder, die dazugehören, also auch Kanada, Australien und so weiter, ist die Queen. Und Prinz Charles war eben derjenige, der mit ihm dann persönlich super befreundet war. Und wie gesagt, der, wo dann er angeblich dann noch versucht hat, die Ehe zu retten. Also da kann man sich ja mal vorstellen, welchen intimen Freundschaftsstatus die beiden hatten. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Und während seiner Lebenszeit konnte man ihm gar nicht habhaft werden. Das heißt, da sind Sachen passiert. Der Mensch, der hatte den Freibrief, der konnte sich alles erlauben. Nach seinem Tod hat die Polizei, wenn ich richtig informiert bin, über 400 Anzeigen bekommen. Und in diesen ganzen Interviews, da können wir jetzt ohne Ende reingeben. Ja, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, was in Großbritannien auch zur Zeit von 1975 stattgefunden hat. Und das muss nicht unbedingt in der Kirche stattfinden. Das war jetzt hier in dem Keller eines Krankenhauses. Und im Keller eines Krankenhauses ist was? Da ist dann die Pathologie. So, im Keller eines Krankenhauses, das ist hier sehr wohlwollend ausgedrückt. Ja. Aber da ist dann letzten Endes dann da der Aufbewahrungsraum der Verstorbenen. Das ist im Keller eines Krankenhauses. Jetzt muss man sich auch mal zweite Sachen vorstellen. Es gibt in einigen Krankenhäusern auch Gebetsräume. Die da, wo dann vielleicht ein Rednerpult steht, eine kleine Lautsprecheranlage steht und vielleicht irgendwo ein Kreuz hängt und vielleicht irgendeine Bibel sogar liegt oder ein Gesangsbuch. Also nicht überall, wo eine Kirche ist, muss das stattfinden, sondern es reicht auch, wenn es dann beispielsweise in solchen Sachen stattfindet. Und eine satanische Messe kann auch ein Jimmy Savile oder jemand anders lesen. Der muss nicht unbedingt als geweihter Priester da sein. Ne? Eine satanische Messe ist dann, wenn ich Satan anrufe. Wenn ich ihn verehre, wenn ich sage, ah, ich werde jetzt dieses Geschöpf, ne, und so weiter. Ich will jetzt da gar keine Formeln jetzt hier sagen, wie das geht, aber ich wollte einfach nur mal sagen, das sind hier sehr aktuelle Beispiele. Gut. Der sexuelle Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche, die jetzt hier bezeichnet ist, weil der Herr Christopher Lee Zeit seines Lebens ein römischer Katholik war, denn seiner Mutter selber kommt aus einer adeligen italienischen Familie und geht zurück bis auf Charlemagne, was auch übrigens der Name seines Labels, seiner Firma gewesen ist. Charlemagne ist nichts anderes als die schöne romantische Umschreibung in Französisch von Karl dem Großen, der im Jahre 800 durch den Papst in Aachen zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen da auch geweiht wurde. Das heißt, seine Linie ist über 1200 Jahre zurückverfolgbar. Deswegen ist der Mann erzkatholisch. Und gerade in der römisch-katholischen Kirche gibt es eine ganze Menge sexuellen Missbrauch. Und auch das ist eine Zeremonie. Jemand als Priester, als geweihter Priester, eine Schutzbefohlene oder einen Schutzbefohlenen unzüchtig anfasst. Wo ist dann bitte schön die Grenze? Da muss ich nicht irgendwie noch eine Kerze anziehen, sondern dann ist es letzten Endes genau das. Das ist eine Anbetung Satans. Also es ist auch schon eine Zeremonie. Dieser Mensch ist normalerweise dafür da, Messen zu lesen. Und welche Messe liest er, wenn da ein Kind befummelt? Oder wenn er auch diesem Kind beispielsweise Drohungen ausstößt und dann sagt, wenn du das nicht machst, dann kommst du in die Hölle und so weiter und so fort. Ja, das ist eine massive Beeinflussung, wie das da stattfindet. Und es gibt Tausende von Menschen, die glaubhaft bezeugen, auch vor Gericht bezeugt haben, dass sie durch einen Priester, speziell der katholischen Kirche, da missbraucht worden sind. Fälle davon habe ich sogar im Bekanntenkreis. Das ist ganz dumm rausgekommen, in Anführungsstrichen, auf dem Klassentreffen. Auf einem Klassentreffen, wo jemand zu mir gesagt hatte, in einem römisch-katholischen Internat im Jahre 1900, oh, Moment, 11, 1978 rum, 77, 78 rum ungefähr, ist der von seinem Religionslehrer, wo er alleine mit denen in der Klasse gewesen ist, musste er die Hose runterziehen und da hat ihn der Religionslehrer, hat ihm dann da auf den nackten Hintern und so weiter, hat ihn da Stecke gegeben und den angefasst.
Das hat er mir unter vier Augen und unter sechs Augen während des Klassentreffens mal eben so beiläufig erzählt. Ich hätte das nicht geglaubt, wenn ich diesen Menschen nicht seit über 50 Jahren kennen würde. Ja? Der hat wirklich gesagt, nee, der hat mich da also wirklich, ich musste die Hose runterziehen und so weiter, ich musste mich dann nackt hinstellen und so weiter und so fort. Und ich habe da mal lieber nicht weitergefragt. Wir reden jetzt dabei hier vom Jahre 1978 in einem Internat. Und ich glaube nicht, dass mit so einer Aussage jemand hausieren geht und sich damit brüsten hat, dem Motto, boah, ich war so toll, ich bin da geschlagen worden, aber ich habe es überlebt oder sowas. Ja? Das war 1978. Was genau der da angefasst hat, ob der nur seinen Hintern angefasst hat, ich habe es nicht getraut, mich zu fragen, weil mir das einfach zu peinlich war, weil ich da auch niemandem zu nahe treten wollte. Aber er hat ganz genau gesagt, und das kann ich so wiedergeben, er musste die Hose runterziehen und er ist da geschlagen worden von ihm. So viel mal dazu, 1978. Wir reden hier nicht über das Mittelalter. Dann weiter mit Christopher Lee. Wir haben auch einen katholischen Pfarrer gehabt, der auch versetzt worden ist und so weiter. Also es ist überall. Ja? Sexueller Missbrauch, ja, das ist ein Thema, was mein Kollege Jörg hier in einer mehrteiligen Reihe behandelt hat. Die heißt Systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Das ist jetzt hier nur ein Foto einer 18-teiligen Serie, die wir hier einfach jetzt nur mal hier empfehlen möchten, dass wenn jemand sich da weitergehend informieren möchte, der vielleicht bis jetzt glaubt, das sind alles nur Einzelfälle, das dann da machen kann. Das macht ja jetzt keinen Sinn, das alles zu wiederholen. Das ist letzten Endes jetzt hier nur mal ein sehr ernst gemeinter Hinweis, um da jetzt mal jemanden da in die richtige Richtung zu weisen. Da gibt es schon genug Bücher drüber, da gibt es auch genug Lesungen drüber, da kann man sich das da angucken. Auf der nächsten Seite seht ihr dann auch mal so dieses große Einzugsbild, wie das dann da aussieht. Das geht dann da eben. Eine Folge hier, beispielsweise Folge 12 von 18, heißt: Die Priester verschulden und verbreiten Unzucht im Lande. Ich finde es persönlich mal ganz kurz darauf hinzuweisen: Es gibt ja viele Filme und sowas, die über Kindesmissbrauch berichten. Das hier, diese Serie, die ich hier gemacht habe, ist vor allen Dingen eine Serie, die beweist mit biblischen Stellen, dass der Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche nicht nur systematisch ist, sondern dass er zusammenhängt mit Idolatrie. Warum aus der römisch-katholischen Kirche die Leute ja die Bibel nicht lesen dürfen, sondern nur den Katechismus, wo im Katechismus das zweite Gebot gestrichen ist, das zweite Gebot, worum es geht, um Idolatrie, das Anbeten von Statuen und Abbildungen, das Niederknien zu denselben und so weiter. Und was die Folgen davon sind, vor allen Dingen, wenn man sich dann die ersten Bücher Mose durchliest, vor allen Dingen das Deuteronomium, das fünfte Buch Mose und das erste Kapitel des Römerbriefs von Paulus. Und darauf basierend habe ich diese Serie und diese 18 Teile gemacht. Das zeigt nicht irgendwie jetzt ganz furchtbare Bilder oder sowas und das ist auch nicht irgendwie, um jetzt viele Leute, ich sag mal, anzuziehen, um sich das sicher anzugucken. So, dafür ist es schon gemacht, aber es ist nicht so sensationsheischend, das wollte ich sagen, ist es nicht gemacht. Ja? Es geht hier nur ganz ruhig darüber, um das zu erklären. Gerade dieser Teil hier zum Beispiel, die Moraltheologie von Alphonse von Liguori, da wird erklärt, was offizielles römisch-katholisches Dogma ist, weil dieser Doktor Alphonse Liguori ist kein Doktor im herkömmlichen Sinne, ne? Das ist kein Arzt, zu dem man geht, wenn es einem irgendwo wehtut. Das ist ein Doktor der römisch-katholischen Kirche. Das ist ein Ehrentitel für ganz besonders, zwischen Anführungszeichen, Gelehrte im römischen Katholizismus. Seine Lehren, die ich glaube 4700 Seiten umfassen, der Morallehre, wird heute noch einem jeden Priester, angehenden Priester im Priesterseminar gelehrt. Und da sieht man die, ich möchte mal gerade sagen, das Fundament davon, das Fundament der römisch-katholischen Kirche ist aufgebaut auf Idolatrie, also auf Brechen von Gottes Geboten. Na? Hauptsächlich in diesem Fall das zweite Gebot. Und was das alles mit sich zieht und warum die römisch-katholische Kirche das ist, was sie ist, zumindest wenn ihr hinter den Vorhang schaut, das wird erklärt in dieser Serie und dafür ist die wichtig. Das sollte man sich wirklich mal angucken. Wie gesagt, ist nicht sensationsheischend oder sowas.
Es ist wirklich auf Basis der Bibel erklärt und gerade diese eine Sendung hier, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, da geht es nämlich darum, wie die Priester eben die Kinder im Beichtstuhl den Fragen stellen und durch die Fragen ein unzüchtiges Verhalten fördern. Da geht es drum. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Entschuldigung, Michael, dass ich da jetzt ein paar Minuten für gebraucht habe, aber ich fand gerade den Ausdruck systematischer katholischer Kindesmissbrauch muss man eben begreifen. Wieso systematisch? Es ist ein Fundament der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche wäre nicht die römisch-katholische Kirche, wenn sie nicht systematisch Kinder missbrauchen würde. So. Und Ja, das hat ja auch Kinder, damit. nur mal ganz kurz zum Abschluss, Kinder sind nicht nur die unter 18. Wir sind alle Kinder unseres Vaters im Himmel, auch wenn wir 45 sind oder 78 oder 36. Die römisch-katholische Kirche missbraucht alle Kinder Gottes. Das ist der Punkt. Bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, und da muss man natürlich darauf hinweisen, dass auch die katholischen Priester ja dieses Zölibat haben, was völlig unbiblisch ist, weil in der Bibel ja schon Petrus beispielsweise verheiratet ist. Also da kommen ja noch viele Dinge dazu, die völlig unnatürlich sind. Ne? Als Mann und Frau schuf er sie, steht in der Genesis. Naja, Ja, da können wir jetzt stundenlang drüber ja diskutieren. Der eben. Punkt ist ja, die römisch-katholische Kirche legt ein Zölibat auf, aber sie verbietet den Sex nicht. Die Bibel sagt aber, dass jeder Sex außerhalb der Ehe Unzucht ist. Das Zölibat, das die römisch-katholische Kirche den Priestern auferlegt, tut sie denen deswegen auferlegen, weil ganz früher in den ersten Jahrhunderten gab es das Zölibat noch gar nicht. Aber da haben sie gemerkt, dass wenn die Priester dann irgendwelche Dinge vererbt bekommen haben, ne, kennt man ja, letzte Salbung und so weiter, ne, wie die Priester dann da waren und den Sterbenden ihre letzten Beichten abgenommen haben und dann dafür bezahlt wurden und die Priester verstarben, dann dass die das ihren Frauen gegeben haben anstatt der Kirche. Und die Kirche hat ihr Geld wegschwimmen sehen. Und deswegen hat sie das Zölibat eingeführt, um die Treue der Priester an die Kirche zu versichern. Der Priester soll der Kirche hörig sein und nicht seiner Frau, die zu Hause hinterm Herd steht. Das ist der Punkt, ja? Und Zölibat heißt, sich nicht verheiraten zu dürfen. Und biblisch gesehen heißt das, ja, wenn ich nicht verheiratet bin, dann darf ich auch keinen Sex haben. Da haben wir dann aber ohne die Rechnung gemacht, ohne die Moraltheologie eines Dr. Alphons von Liguori. Wenn man das verstehen will, ja, dann schaut euch das an. Ja, also von daher scheint der Christopher Lee da einiges zu wissen. Die Frage ist, woher? Gucken wir da mal weiter. Das ist das Buch, was der Jörg dann auch als Grundlage da meinte. Er sagt weiter, der Herr Christopher Lee, oder eins der Bücher, der als Grundlage meinte, geht sich jetzt hier, dass satanische Zeremonien auch heute Abend in Großbritannien stattfinden. Ne? So. Er sagt weiter, ganz bestimmt, frage irgendeinen Priester und frage jedes Mitglied der Gesetzeshüter und sie werden dir sagen, dass es Satanismus als solches gibt. Er ist vorhanden und das schon seit Tausenden von Jahren. Die Menschen haben den Teufel länger angebetet, als sie vielleicht je eine Figur einer etablierten Religion angebetet haben. Zitat Ende. Zum Glück sagt er vielleicht, denn mit angebetet meint er natürlich jetzt verehrt. Das heißt, der Teufel würde länger verehrt werden als jede andere Figur einer etablierten Religion. Jetzt hat er aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das heißt, dass der Teufel angebetet werden möchte, das steht schon in Lukas 4. Nur, dass der länger angebetet wird als Gott, das kann nicht sein. Das wäre nämlich ein Verstoß gegen das erste Buch der Bibel, ne? Mose 1. Wo halt dann direkt schon eigentlich klar ist, dass am sechsten Tag der Mensch geschaffen wird und deswegen kannte der Mensch eben, der einzige, den der Mensch kannte, war eben Gott. Aber gut, seine Interpretation bezieht sich vermutlich auf die sogenannten Religionsstifter, wie Buddha oder wie Mohammed oder meinetwegen meint er jetzt auch die fleischliche Geburt von Jesus Christus jetzt hier. Also Jesus Christus als einziger eingeborener Sohn Gottes. Aber er bezieht sich jetzt hier auf den Teufel. Er sagt also speziell Teufel. Und das steht auch speziell drin, dass der Teufel gerne angebetet werden möchte in Lukas Kapitel 4. Da lese ich mal ab Vers 5, ja. Da führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm:
Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ja, vielen Dank. Das ist letzten Endes das mit der Versuchungsmoral von Jesu Christi. Das heißt, des Teufels Job ist es, Menschen zu verführen. In dem Moment, wo selbst Gott, also Jesus Christus ist das Wort Gottes, was alles geschaffen hat, in dem Moment, wo selbst der Schöpfer herunterkommt und in eine menschliche Hülle schlüpft, verführt der Teufel ihn. Das heißt, der Teufel macht also keine Ausnahme von Rang, Alter oder Geschlecht oder sonst irgendetwas. Das heißt, des Teufels Job ist es, alle zu verführen. Und das kann er natürlich auch mit Hilfe der Medien machen, auch mit Hilfe der Filme, sodass die Menschen immer an schreckliche Dinge oder Mord und Verbrechen, Totschlag und was weiß ich alles gewöhnt werden. Und das hat der Herr Christopher Lee ja oft genug dann auch dann gemacht. Und deswegen. Ich möchte nur ganz kurz, Entschuldigung, ganz kurz noch eben auf etwas hinweisen, was wir bis jetzt noch gar nicht so richtig besprochen haben, wo viele Leute vielleicht auch drüber lesen, weil eben diese Verse ab 3, ja, wo der Teufel ihn verführt und was ich gerade eben gelesen habe und die nächsten sehr, sehr wichtig sind. Aber wir sollten mal ganz deutlich lesen, was hier in Vers 2 steht. Jesus wurde 40 Tage lang vom Teufel versucht. Hier sind nur 3 Beispiele rausgezogen, aber er wurde 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und dann, als sie zu Ende waren, da kommen diese 3 Dinge. Aber Jesus wurde 40 Tage lang vom Teufel versucht. Das sollten wir uns auch mal hinter die Ohren schreiben. Es geht nicht nur um diese 3 Punkte. Die waren der Abschluss von 40 Tagen Versuchung des Teufels. Und wir müssen hierbei berücksichtigen, dass Jesus Christus mit allem Respekt, dass er Gott war natürlich, in unserem sündigen menschlichen Fleisch gekommen ist, aber ohne Sünde blieb sein Leben lang. Aber er war in unserem Fleisch, er war Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein, genauso wie in Genesis. Adam von Eva sagt, das ist Fleisch von meinem Fleisch und das ist Knochen von meinen Knochen oder Bein von meinem Bein. So war Jesus von unserem Fleisch hier auf dieser Welt und 40 Tage lang versucht. Das sollten wir uns auch mal hinter die Ohren schreiben. Nicht nur diese 3 Verse, die natürlich an Botschaft schwer zu überbieten sind, aber 40 Tage lang versucht zu werden, und nicht nachzugeben und dann zu einem solchen Klimax zu kommen, sollten wir auch berücksichtigen, wenn wir diese Stellen lesen, Michael. Ja, wohl wahr. Dann machen wir mal weiter mit dem Interview von dem Herrn Christopher Lee. Er hat ja gesagt, man müsste nur Priester oder Gesetzeshüter fragen. Interessant. Ich möchte mal gerne wissen, welchen Freundeskreis der Mann hat. Jetzt geht's weiter im Interview. Glaubst du, dass du in Gefahr bist, es vor der Kamera nachzuahmen? Zitat Christopher Lee. Nun, das ist eine interessante Frage, weil ich eingestehen muss, dass uns das auch in den Sinn gekommen ist, als wir manche dieser Zeremonien gespielt haben. Ich spiele, wie gesagt, einen Priester. Die verschiedenen Zeremonien, die wir mit Priestern durchgeführt haben, in diesem Fall ich, und die Mitglieder dieser Gruppe oder Zirkel, also im Englischen sagt er dann Coven, und Coven ist eigentlich ein Zirkel von Zauberern und Hexen, waren gotteslästerliche Zeremonien, total gotteslästerlich und eine totale Entweihung. Sie müssen es sein. Stopp. Im Moment sagt er jetzt hier, als wir manche dieser Zeremonien gespielt haben. Das heißt, erst bezieht er sich auf satanische Zeremonien, die heute Abend in Großbritannien stattfinden. Dann sagt er in dem nächsten Absatz, manche dieser Zeremonien haben wir gespielt. Und dann sagt er, ich agiere oder spiele, wie gesagt, einen Priester. Also machen wir da mal einen kompletten Satz draus. Er agiert wie ein Priester in einer satanischen Zeremonie. Man muss die Sätze jetzt nur zusammenfügen und dann hat man das eigentlich, wo er sich da richtig schön rauslavieren möchte.
Ne, sagen manche dieser Zeremonien. Ja, das bezieht sich aber auf satanische Zeremonien. Also heißt das, als wir manche dieser satanischen Zeremonien gespielt haben, agierte ich wie ein Priester. Er sagt weiterhin, das bedeutet, um effektiv und glaubwürdig zu sein, mussten wir profan und blasphemisch sein. Blasphemisch heißt gotteslästerlich. Dies ist Teil des Rituals und des Glaubens dieser Menschen, also der Menschen, die ein satanisches Ritual abhalten. Aber um jede Art von Zeremonie vollkommen wirksam zu machen, muss es das genaue Gegenteil der wirklichen Zeremonie sein, die ja gar nicht benannt ist. Was ist denn jetzt für ihn die wirkliche Zeremonie? Die wirkliche Zeremonie für ihn müsste ja eigentlich, weil er ja von Karl dem Großen abstammt, der römisch-katholizismus sein, der römische Katholizismus, der Katechismus sein, wo letzten Endes alles reguliert ist, wann wer das Glöckchen bimmelt und wann wer eine Hostie bekommt und so weiter. Das heißt, er bezieht sich jetzt hier als wirkliche Zeremonie auf römisch-Katholizismus. Das ist für ihn die wirkliche Zeremonie. Das ist ja auch die Zeremonie, die am weitläufigsten bekannt ist. Und jetzt geht's los. Er bezieht sich darauf, weil er kommt ja aus der Linie Karl des Großen. Er hätte ja auch sonst auch nicht seine eigene Firma Charlemagne Productions genannt. Also er bezieht sich ja auf Karl den Großen. Karl des Großen ist vom Papst gekrönt worden. Also von daher kommt er aus der Nummer nicht raus. Dann ist ganz klar, dass er römisch-katholisch geprägt ist. Sonst hätte er sich seine Firma so genannt. Und verschiedene andere Dinge dann auch. Dafür gibt es ja eine über 30-teilige Serie. Er sagt jetzt folgendermaßen, das heißt, wenn Sie das Kreuzzeichen machen, er bezieht sich jetzt auf die satanische Zeremonie, wenn Sie das Kreuzzeichen machen, machen Sie es auf diese Weise, Sie machen es verkehrt herum. Damit meint er jetzt, dass der Balken nicht oben steht, der Querbalken, sondern unten. Das ist ein typisches Beispiel der Kirche Satans, die gleich auch noch benannt wird, die sich beispielsweise 1966 gegründet hat. Aber wenn jemand, egal wer, ob jung, alt, Mann oder Frau, wie auch immer, ein Kreuzzeichen macht, wir reden jetzt hier nicht von dem Kreuz selber, von dem Kruzifix, was an der Wand hängt, sondern das Kreuzzeichen, die Bekreuzigung im Gebet der römisch-katholischen Kirche, dann ist das schon ein herumgedrehtes Kreuz. Dann heißt das, ist das Symbol, was als Kreuzsymbol in der Kirche Satans benannt ist und gezeigt wird. Wo ist denn jetzt bitte da der Unterschied? Im römischen Katholizismus wird den Menschen beigebracht, dass sie von oben, von der Stirn aus bis zum Bauch gehen und dann links und rechts auf der Brust dann da ja, abschlagen sozusagen, da beenden. Und das ist das Kreuzzeichen. Das ist ein umgedrehtes Kreuz. Da fragt man sich ja nie drüber. Man macht man sich ja keine Gedanken, weil man macht ja immer das, was man vorgemacht bekommt von seinen Lehrern, Autoritätspersonen, Priestern, Eltern oder von wem auch immer. Aber das ist auch ein umgedrehtes Kreuz. Also gibt es anscheinend mehr Gemeinsamkeiten zwischen der Church of Satan, zwischen der Kirche Satans und der römisch-katholischen Kirche. Und er bezieht sich jetzt hier nur auf das Kreuzzeichen. Ja? Er bezieht sich auf das Kreuzzeichen. Aber die machen es auch in der römisch-katholischen Kirche verkehrt herum. Und wenn man sich da wirklich mal mit beschäftigt, stellt man dann plötzlich fest, dass alle kirchlichen Würdenträger, also Priester, Bischöfe, Kardinäle und so weiter, dieses Kreuzzeichen so nicht machen. Die machen ein anderes Segenszeichen, die haben damit eben nichts gemein. Das heißt, die anderen kirchlichen Würdenträger, die haben damit nichts gemein. Die machen ein Segenszeichen von vorne an die Gemeinde, aber die bekreuzigen sich nicht auf diese Art und Weise. Das ist für das profane Publikum. Die bekreuzigen sich so. Das mag den einen oder anderen schockieren, weil man noch nie darüber nachgedacht hat, aber kann ja jeder mal selber ausprobieren. Gut, dann mal weiter. Denn Indoktrination funktioniert dann am besten, wenn die indoktrinierten Inhalte als völlige Selbstverständlichkeit dargestellt werden. Da fragt ja niemand nach. Und das wird dann von der katholischen Kirche als Petruskreuz oder als Nerokreuz und so weiter benannt. Es gibt aber in der Bibel keinen Beweis dafür, dass Petrus so gekreuzigt wurde. Und es gibt noch nicht mal einen Beweis dafür, dass Petrus in Rom war. Von daher ist das alles letzten Endes jetzt hier eine weitere Gemeinsamkeit zwischen der Church of Satan und der römisch-katholischen Kirche. Das sagt natürlich der Christopher Lee so nicht. Und das fragt auch der Interviewer nicht. Aber wenn man das Interview sich anschaut, dann muss man sagen, stopp, da ist ein Fehler. Und der Fehler ist letzten Endes das umgedrehte Kreuzzeichen.
Das wird zwar andersrum aufgehangen in der römisch-katholischen Kirche, aber die Bekreuzigung ist genau nach diesem Schema und nicht nach dem Schema mit dem Balken oben. Dann geht's mal weiter mit dem Interview. Christopher Lee sagt, wenn Sie eine satanische Zeremonie durchführen wollen, ob es eine Taufe ist oder eine bestimmte Gruppe von Leuten versucht, ein Element zu beschwören, oder Sie versuchen, eine perfekte Situation für einen bösen Geist zu schaffen oder erzeugen böse Schwingungen und so weiter, dann schließen Sie sich sozusagen an, also Sie verbinden sich, um die Macht des Bösen anzurufen, so als ob Sie sich in eine Schalttafel einer Telefonzentrale einstöpseln. Oder meinetwegen heute etwas einfacher, als wenn Sie eine Festplatte an den Computer mittels USB einstöpseln, damit man eine Verbindung hat. Man muss schon auf derselben Wellenlänge sein, die richtige Frequenz suchen am Autoradio. Damit es wirksam wird, muss es, wie ich bereits sagte, mit einer geweihten Person oder einem Priester und es muss auf einem geweihten Boden durchgeführt werden, so wie ich als Priester in diesem Film die Zeremonien wie Taufen im Namen des dunklen Herrn, damit sind wir beim Dark Lord, also dunkler Herr, Dark Lord, beispielsweise Phil Collins in the Air Tonight, Oh Lord, da spricht er also auch von Satan, auch wenn man das nicht glaubt, da gibt es aber eine ganze Sendung von uns drüber, sogar in zwei Sprachen, wie Taufen im Namen des dunklen Herrn in einer richtigen Kirche ausgeführt habe. Also, er spielt einen Priester, er macht aber ähnliche Zeremonien, und das sogar auch noch auf geweihtem Boden. Da kommen wir gleich zu. Er sagt Folgendes. Nun, ich bin offensichtlich ein Schauspieler. Zumindest hoffe ich, dass die Leute meinen, ich sei ein Schauspieler. Also er hofft, dass die Leute ihm das abnehmen, dass er das nur spielt. Denn er hat ja vorher gesagt, wir machen solche Zeremonien, also satanische Zeremonien, sogar auf geweihtem Boden. Und da er hofft, dass die Leute meinen, er sei nur ein Schauspieler, kommt er damit auch wunderbar durch. Es ist aber ein Schauspieler, der ein erstaunliches Hintergrundwissen hat, wenn er dann schon so nur die Sachen mal eben anreißt, aber dann fehlerfrei ohne und so weiter zu sagen, dann plötzlich jemanden, ein Interviewer, der völlig unvorbereitet ist, mal eben so 7, 8 verschiedene Anbetungsarten von Satan erzählt. Er sagt weiterhin, und deshalb bin ich ein Schauspieler, der eine Rolle spielt, ebenso wie die anderen Personen in der Öffentlichkeit, die mit mir an einer Zeremonie teilnehmen. Ja, aber das ist nach wie vor eine satanische Zeremonie. Das Ding heißt eben in dem Moment To the Devil a Daughter, also die Braut des Teufels, oder aber hier The Devil Rides Out, der Teufel reitet aus. Wir haben immer den Teufel mit dabei. Es geht sich hier nicht um irgendetwas Gutes. Er hofft also, dass die Leute meinen, er sei ein Schauspieler. Das ist seine Hoffnung, dass er dann mit der Illusion durchkommt. Dass er das einfach nur dafür macht, weil er halt Geld dafür bekommt. Also, geht weiter. Wir schauspielerten alle, oder? Ich kann es auch anders übersetzen und sagen, wir spielten alle ein Schauspiel. Also wir spielten alle in einem Schauspiel mit. Wir machten alle mit in einem Schauspiel. Wir bereiteten dem Menschen ein Schauspiel. Ich fragte die Eltern des Babys, des echten Babys, da fehlt ein B, dass ich in einer realen Kirche, sagt er ja nochmal, reale Kirche, er hat ja eben gesprochen von geweihtem Boden, oben drüber. Jetzt haben wir die reale Kirche da, auf eine gotteslästerliche Art getauft habe, ob sie Einwände erheben würden oder ob es sie beunruhigen würden. Die Eltern dieses 5 Wochen alten Babys, die noch sehr jung waren, sagten, nein, es beunruhigt uns nicht und wir sind Katholiken. Unser Kind wird von einem katholischen Priester getauft und wir werden ihm hiervon erzählen, aber es beunruhigt uns nicht. Ja, das ist dann sehr schön, wenn sich Menschen auf Menschen verlassen, aber vielleicht nicht die Bibel lesen. Das hilft dann gar nichts, denn der katholische Priester, der führt dann auch eine Kindstaufe durch, die überhaupt völlig unbiblisch ist. Also damit sieht man dann schon, dass diese Menschen die Bibel nicht lesen oder nicht verstehen oder halt auch der Priester eben gar kein richtiger christlicher Priester sein kann. Ansonsten würde er nämlich wissen, dass die Kindestaufe letzten Endes da in der Bibel nicht von Jesus Christus noch von irgendjemandem ordiniert gewesen ist. Also? Außerdem ist die Zeremonie der Kindestaufe im römischen Katholizismus ein Exorzismus. Das kommt jetzt noch dazu, vor allen Dingen kommt jetzt noch dazu, dass letzten Endes dann auch da wieder ein Kreuzzeichen gemacht wird und das Kreuz auch gar kein christliches Symbol war, nie ist und gar nicht sein kann. Also der Vater des Kindes gab den vernünftigsten Grund hierfür an. Er sagte, es ist nur ein Film und wenn Sie es sich so vorstellen können, ist das in Ordnung.
Ich habe eine ziemlich lebhafte Fantasie und mit einigen der Leute, die mit mir zusammen in dieser Sequenz gearbeitet haben, diskutierten wir auch darüber. Aber wir fühlten uns ein wenig unwohl. Du weißt, du sagst schreckliche Dinge auf, jetzt geht nochmal hier, auf geweihtem Boden. Also die waren in einer richtigen Kirche. Dann sagt die andere Seite, die logische Seite übernimmt, schau, wir sind nur Schauspieler, die das tun, wir machen es nicht wirklich. Aha. Jetzt muss ich noch mal kurz eingreifen, wegen dem geweihten Boden. Entschuldige bitte, aber geweiht heißt ja heilig, nicht wahr? Das ist genau wie mit dem Weihwasser, ne? Da wird das Wasser geheiligt. Aber es kann nur einer etwas heilig machen, nämlich unser Gott im Himmel und kein Mensch. Was die hier weihen, was die hier heilig machen für sie, das ist nicht heilig im biblischen Sinne. Das ist zwischen Anführungszeichen unheilig. Es gibt keinen geweihten Boden. Gott heiligt keinen Boden auf dieser Erde. Das nur mal eben so nebenbei. Ich begreife, dass wir diese Terme gebrauchen müssen, weil das ist die Terminologie, das ist die Sprache, die gebraucht wird. Nur wir müssen uns davon bewusst sein, dass es keinen wirklichen, göttlich geweihten Boden auf dieser Erde gibt. Ja? Das sind hier Böden, die zugesprochen werden, dann dem, zwischen Anführungszeichen, Gott dieser Welt. Ja? Aber nicht heilig gemacht, also nicht geweiht in dem Sinne. Er orientiert sich natürlich jetzt hier an seinem Glauben des römischen Katholizismus. Ja, ja, deswegen würde ich ja den römischen Punkt Katholizismus machen, ja. Da weihen die natürlich die Becken und die ja. Räume und den Altar und so weiter und so fort. Und deswegen sagt er, seiner Meinung nach ist das dann am effektivsten, wenn es auf geweihtem Boden stattfindet, weil der Satanismus ja einen Bezugspunkt haben muss. Und der Bezugspunkt für den Satanismus ist eben ein geweihter Boden oder eine geweihte Person. Damit ist ein Priester gemeint oder eine hohe klerikale Funktion hat. Und das ist letzten Endes der Dreh- und Angelpunkt. Er sagt ja selber, dass es da Umgedrehte sein muss von der wirklichen Zeremonie. Ja, aber was ist denn die wirkliche Zeremonie? Auf der gleichen Seite sagt er nämlich dann, die Menschen hätten den Teufel länger angebetet als jede andere religiöse Figur. Das widerspricht sich doch jetzt völlig. Ja, dann wäre doch der Teufel das Original und das andere die Kopie. Also kann das da schon gar nicht sein. Ja, das sind so viele kleine Dinge drin, wo man dann sagen kann, stopp. Aber der Interviewer war halt sehr jung und der Christopher Lee redet unheimlich schnell. Ja, und der überfährt ihn dann mit den ganzen Informationen, ne? Ich habe das Video ja selbst nicht gesehen, aber es geht mir darum, dass die Menschen, die dieses Interview jetzt lesen oder hören, wie du es hier vorträgst, dass die verstehen, dass wenn die hier von geweihtem Boden sprechen, dass es nicht um geweihtem Boden von Gott im Himmel geht. Es ist ja auch wieder typisch, wenn irgendetwas geweiht wird von der römisch-katholischen Kirche, dann ist es immer irgendwas Materielles. Aber Gott, unser Vater im Himmel, will angebetet werden in Wahrheit und im Geist und nicht in der Materie. Also daran sieht man schon, dass es nicht von dem Gott kommen kann. Nur den Punkt wollte ich noch mal eben machen, weil man liest über solche Dinge ganz einfach zu leicht drüber, weißt du? Ich will dich hier nicht belehrmeistern oder so, aber es geht mir darum, dass wenn wir diese Dinge hier dann doch schon ein wenig ausgebreiteter besprechen, wir würden sowieso noch eine zweite Stunde dranhängen müssen hier an dieses Interview, dass wir dann auch den Leuten eben deutlich machen, schaut, wenn hier von geweihten Dingen gesprochen wird, gerade von einem Eingeweihten wie Christopher Lee, dann müssen wir uns davon bewusst sein, dass Weihe, etwas heilig machen, nicht passieren kann von irgendeinem Menschen, sondern nur Gott im Himmel kann etwas heilig machen. Das ist dasselbe wie mit heiligen Tagen, Holy Days, ja? Feiertage oder sowas. Nur Gott kann Feiertage machen, heilig machen. So wie er zum Beispiel den Sabbat geheiligt hat am Ende der Schöpfungswoche. Das ist etwas, wo etwas heilig gemacht wurde. Nur mal ebenso nebenbei. Ja, das passiert ja im Satanismus genauso. Da machst du ja auch dann gewisse Rituale auf dem Boden, um dann halt ein gewisses Areal abzustecken, was dann letzten Endes dann dem entsprechenden, ne, der entsprechenden Entität dann halt auch dann gewidmet ist. Ne? Das ist halt so, das bezieht sich halt immer auf ein Element. Ja? Er hat ja auch selber schon gesagt, wenn du die Elemente anrufst und solche ganzen Geschichten machst. Also er bezieht sich eigentlich jetzt hier als wirksame Zeremonie bezieht er sich immer auf den römischen Katholizismus. Dass da natürlich mit dem Weihwasser und mit dem geweihten Altar und so weiter und so fort, das natürlich einen ganz anderen Hintergrund hat und auch gar nicht jetzt den Gott der Bibel meint, das erzählt er den Leuten natürlich nicht. Für ihn ist wichtig, dass er immer sagt, ich bin ja eh nur ein Schauspieler und ich hoffe, die Leute glauben auch, dass ich nur ein Schauspieler bin. Aber gleichzeitig ist
aber gleichzeitig. Ich stimme dem vollkommen zu, aber deswegen wollte ich diesen Punkt eben deutlich machen, dass die Zuschauer das eben auch gut verstehen, weil es geht ja nicht nur darum, hier das Interview vorzulesen, es geht ja auch darum, wie du gesagt hast, zwischen den Zeilen zu lesen und den Menschen eben auch die versteckte Botschaft oder die nicht so offensichtliche Botschaft hierüber mitzugeben. Und da gehört meines Erachtens das auch mit zu. Ja, also wir sind nur Schauspieler, die das tun, wir machen es nicht wirklich. Ja, Frage. Er hat ja vorher schon gesagt, ich habe das jetzt hier mal kursiv eingespielt, nochmal reinkopiert. Nun, ich bin offensichtlich ein Schauspieler. Zumindest hoffe ich, dass die Leute meinen, ich sei ein Schauspieler. Ne? Also er hofft, dass die Leute meinen, er sei ein Schauspieler. Wir machen es nicht wirklich. Ja, Entschuldigung, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt so tue, als ob, also wenn ich jetzt gewisse Dinge mache in einer Kirche, ob ich das jetzt meine oder nicht, interessiert eigentlich Satan nicht. Ja, der ist ein Geistwesen und kriegt das mit. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es viele Christopher Lee-Fans geben, die sagen, es gibt doch überhaupt gar keinen Satan. Ja, dann haben die halt letzten Endes einen ganz anderen Hintergrund. Aber ich habe also von vielen Dingen erfahren, dass es eben sowas gibt. Und das ist eben dann auch der Bibel geschuldet. Und er sagt hier, wir sind nur Schauspieler, die das tun. Wir machen es nicht wirklich. Doch. Ob ich jetzt einfach nur eine andere Rolle spiele und gar kein Priester bin und trotzdem in einer Kirche dann irgendein satanisches Ritual vollführe, dann bleibt das immer noch ein satanisches Ritual. Egal, ob ich das jetzt vor einer Kamera mache oder ob ich das jetzt zu Hause mache, es bleibt das, was es ist. Vor allen Dingen, wenn ich es vor der Kamera mache und auch wenn ich Schauspieler bin, dann kriege ich A dafür Geld und B wird das dann multipliziert. Das heißt, es wird dann in die ganze Welt ausgestrahlt und vervielfältigt seine Wirkung. Die Leute sehen das und halten das dann für Hokus Pokus oder einen Film oder sowas. Bei Hokus Pokus hätte ich ja besser nicht gesagt. Das heißt nämlich dann Hoc est corpus enim meum, also dies ist mein Leib, den ich dann und so weiter. Das ist ja dann in der Zeremonie der römisch-katholischen Kirche dann so. Und deswegen gelten natürlich dann genau die geweihten Priester in der römisch-katholischen Kirche für die dunkle Seite und für alle möglichen anderen Menschen als echte Magier. Weil sie ja angeblich vollbringen die Umwandlung von Jesus Christus in eine Hostie. Deswegen gelten die als Magier. Das heißt, wenn man so jemanden als Freund hat, Wesensveränderung. Ne? Ja, ja. Das Dogma der Transsubstantiation, dass ja. eine Veränderung des Wesens ist. Ja. Das Brot wird das wirkliche, wahre, echte Fleisch, Blut, Seele, Menschlichkeit und Göttlichkeit, der Leib Jesu Christi. Mit Sehnen, Muskeln, Adern, alles drum und dran. So müssen Sie sich das vorstellen. Das ist Dogma. Ja. Festgestellt im Konzil von Trient in den 1550er Jahren. Und wer sich da nicht dran hält, der ist verflucht. Ja, und diese haben halt einfach einen ganz, ganz wahnsinnigen Rang. Also römisch-katholische Priester gelten dann auch letzten Endes als absolute Beherrscher ihrer Zunft. Was man beispielsweise sieht an Filmen wie Der Exorzist. Da hat man ja auch einen Priester, der dann das Kreuz rausholt und dann betet und der dann aber vom Teufel durch den Raum dann geschleudert wird und so weiter. Wo es letzten Endes dann anzeigt, dass dann anscheinend die dunkle Seite mehr Macht hat als selbst der römisch-katholische Priester. Oder in dem Fall der Jesuit. Er sagt weiterhin, wir sahen irgendwie zum Dach, um zu schauen, ob es Anzeichen dafür gab, dass es auf uns herabfallen würde, aber nichts passierte. Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, haben wir uns viel mehr Sorgen gemacht, dass uns das Baby herunterfällt. Jetzt geht er so ein bisschen in den humoristischen Teil, um dann vielleicht auch mal so ein bisschen die Stimmung da zu glätten. Während wir uns mit diesem Motiv befassten, ist noch interessant und amüsant zu erwähnen, dass das Baby sich auf jeden Fall wieder zu mir umgedreht hat. Als es um die tatsächliche Taufe des Kindes ging, wie bereits gesagt, hatten die Eltern nichts dagegen, dass ich das Zeichen des umgedrehten Kreuzes auf der Stirn des Kindes angeblich mit Blut mache und das Kind in den Dienst des dunklen Herrn taufe. Ich könnte es auch ganz einfach sagen, dass er die satanische Zeremonie vollzieht, indem er dieses Kind Satan weiht. Das ist dann viel griffiger. Und deswegen tut er nicht so, als ob. Denn ob er jetzt nun Ketchup benutzt oder Tomatensauce oder was weiß ich, spielt jetzt hier im ersten Mal keine Rolle. Er vermittelt den Zuschauern zu Hause, dass es eine echte Zeremonie ist. Dieser Film soll diese Illusion vermitteln.
Das Kind hat sich offensichtlich ein bisschen gelangweilt und ein bisschen gefroren und wollte nicht von den Eltern getrennt sein, und es wurde in meinen Armen und in den Armen der anderen gehalten, und es war viel am Schreien. Ich fing an, sehr leise zu sprechen, und dann wurde es total still, was jeden beeindruckte, und ich selbst dachte, nun hört es zu. Sie starrten mich konzentriert an. Und ich bemerkte plötzlich, warum da diese totale Stille in dieser starren Konzentration war. Das Kind revanchierte sich in der Art und Weise, die es am besten kannte, überall auf mir und überall auf der Dame, die das Kind gut festhielt. Ich kann nur sagen, es spricht Bände für unsere Selbstbeherrschung, dass keiner von uns ausrastete, weil es natürlich extrem lustig war. Ich muss jetzt dazu sagen, ich verstehe jetzt den Humor nicht. Da ist ein Kind, was so eine Zeremonie durchlaufen muss, und die Eltern haben da nichts dagegen, und es ist dann kalt, und er macht dann da seine Formeln und so weiter und so fort, und das Kind ergießt sich dann da eventuell sogar aus Angst, weil es halt von fremden Menschen angefasst wird. Und die finden das alle lustig, extrem lustig. Ich finde da nichts Lustiges bei, schon gar nicht extrem lustig. Jetzt kommt der Interviewer. Warum ist das Interesse an diesem Thema wieder gestiegen? Antwort Christopher Lee: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Diese Frage wurde mir auf der ganzen Welt gestellt. Also anscheinend wird er überall über diese ganzen Sachen interviewt. Interessant. Er sagt, Zitat: Ich habe mit Leuten gesprochen, die ernsthafte, professionelle Studenten des Okkultismus sind. Es gibt aber, da muss ich jetzt meine anmerken, es gibt aber, soweit ich weiß, jetzt kein Fach in der Universität, was du jetzt belegen kannst, wo jetzt Okkultismus draufsteht und wo du dann eben deinen Magister oder so bekommst. Also Studenten des Okkultismus, Professionelle, sind Menschen, die in entsprechenden Zirkeln und Geheimorganisationen sind. Das sind nicht irgendwelche Bachelor of Occultism, irgendwie bei der Universität Erlangen. Nochmal. Ich habe mit Leuten gesprochen, die ernsthafte professionelle Studenten des Okkultismus sind. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der ein ganzes Buch in Amerika über den Okkultismus schrieb. Das heißt die okkulte Explosion. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, okkult heißt letzten Endes erstmal verborgen, geheim. Ja, und die okkulte Explosion würde jetzt erstmal sagen, da ist irgendetwas in die Luft gegangen, also irgendetwas, was bis dahin verborgen war, ist dann irgendwie an die Oberfläche dann gekommen, so wie bei einer Vulkanexplosion. Ja, diese Okkultismus-Explosion in Deutsch, ja, die Okkultismus-Explosion, letzten Endes ist nichts anderes, dass da gewisse Dinge dann endlich mal benannt worden sind und man konnte sie nicht mehr hinterm Vorhang halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? So. Herr Christopher Lee meint jetzt aber, dass eben Okkultismus nur eine Form der Realitätsflucht ist. Also das nennt sich dann Eskapismus, von to escape and flee. Ne? Das war so quasi so der langweiligen Tristesse des Berufsalltags in irgendeiner Art und Weise da entfliehen will. Er sagt aber weiterhin, also ein schönes Bild jetzt hier mit dieser Figur, die natürlich dann auch quasi dann schon so eine Art Konzentrationsbild darstellt, wo man dann darauf meditieren und sich dann kontemplieren kann. Er sagt, es ist eine Tatsache, dass wir heutzutage, wir reden von 1975, in einer Art und Weise leben, in einer vielerlei Hinsicht unangenehmen Welt, und ich muss da nicht mal drüber reden. Jeder weiß, dass dies eine Tatsache ist, und die Leute sind ständig auf der Suche nach einem Ausweg, um ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen, ihre eigenen, ne? Und oder es geht darum, einen Ausweg aus der eigenen Einsamkeit zu finden. Also hier geht es tatsächlich um Egoismus. Oder sie sind auf der Suche nach Macht oder körperlichem Genuss oder wie auch immer sie es nennen wollen. Also wir sagen einfach mal Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also Macht sowieso ist klar. Macht hat man, wenn man viel Geld hat. Macht hat man, wenn man eine gewisse Position hat. Macht hat man, wenn man Gewalt ausübt, und körperlicher Genuss, da würde ich natürlich sagen, das können Drogen sein, das kann auch ganz primitiv dann eben auch Sex sein. Ne? Ich denke, es ist immer die Frage von denjenigen, die nach einer Straßenausfahrt oder nach einer Ausfahrt, nach einem Ausweg suchen, aussteigen und flüchten als eine Art Sicherheitsventil, um Dampf abzulassen. Sie realisieren nicht, wie gefährlich es ist, sich in dieser Hinsicht zu engagieren, weil sie unausweichlich auf einer niedrigen Ebene anfangen, zum Beispiel in der Freimaurerei mit den bekannten Graden, nicht nur in den schottischen, da gibt es ja noch andere. Und dann geraten sie absolut unter die Kontrolle der Meister, weil die Meister existieren. Meister hat er übrigens mit Boss übersetzt. In der Kirche des Bösen
gibt es die gleichen Dienstgrade, wie es sie in der guten Kirche gibt. Er hat die gute Kirche natürlich jetzt hier nicht benannt, aber nochmal, wie gesagt, er hat seine Produktionsgesellschaft Charlemont genannt. Damit ist eigentlich klar, wen er da meint, ne? Also, er sagt, die gute Kirche wäre die Kirche, von der er dann letzten Endes aus seiner Ahnentafel dann abstammt. Das ist das, was er damit aussagt. Dort existieren Rangstufen in der Hierarchie der Priesterschaft, so wie es Bischöfe, Dekane, Erzbischöfe und Kardinäle und so weiter gibt. Du hast verschiedene Rangfolgen und Dienstgrade, wie Magister Templi, der Meister des Tempels, Ipsissimus ist die Nummer 1 an der Spitze und dies ist nicht nur Okkultismus, Okkultismus des Schreibens um des Schreibens willen. Dies ist eine Tatsache und die Leute glauben wirklich, dass diese Angelegenheit wahr ist. Jetzt muss ich erstmal einen Punkt machen, denn wenn jemand schon weiß, was das für ein Grad ist, Magister Templi und Ipsissimus, das kommt genau aus der Richtung von Crowley. Das heißt, er muss dann in irgendeiner Art und Weise eine Ahnung oder halt auch richtiges Wissen haben, ansonsten kennt er die einzelnen Graduierungen gar nicht. Ja, das ist hier kein Wissen von irgendjemand, was in so einem 0815-Buch drinsteht. Das ist schon jemand, der sich damit beschäftigt hat, weil ihn das Thema interessiert. Also wir sehen schon, der ist nicht der Mensch, der oberflächlich sagt von wegen, ja, dann gibt es ja so den Boss und da unten drunter gibt es dann so die Lakaien oder wie auch immer und einer ist Chef, sondern er benennt sogar jetzt hier schon zwei der drei oberen Titel. Darf ich mal kurz eine Bemerkung machen, weil du sagtest, er hat hier Meister mit Boss übersetzt. Ja, ja. Das erinnert mich dann ja an das Interview von Bob Dylan, ne? es erinnert mich auch an The Man in the Middle von ABBA. Ne? Mhm. Ja, da kommt auch Boss vor. Wie gesagt, Boss, es ist alles natürlich so schwammig ausgedrückt jetzt irgendwo, aber es ist letzten Endes so, dass, ob wir jetzt Meister dazu sagen, wir wissen ja, dass, was er meint. Er meint ja jetzt hier, dass die Obersten existieren. Ja, er meint ja jetzt nur wirklich das, was er jetzt da sagt. Er bezieht sich jetzt hier ganz explizit auf den Order von Aleister Crowley. Mit Ipsissimus ist ganz klar, wen er meint. Und es ist auch ganz klar, dass er da zumindest mal ein Buch gelesen hat. So einen Namen behältst du nicht einfach so im Vorbeigehen. Ja, stimmt. Aber wenn man halt Bob Dylans Interview gesehen hat, dann weiß man auch, wen er mit Boss meint. Und von daher ist das ja alles in der richtigen Straße. Der Bob Dylan sagt aber The Chief Commander. Er sagt nicht Boss, also er sagt The Chief Commander of this earth. Ja? Und bei ABBA ist, glaube ich, The Boss You Don't... bei ABBA, wie heißt das Lied nochmal? The Man in the Middle, ne? The Man in the Middle. Man in the Middle Lyrics. Genau, da sind sie. Ja. Hieß der, ja. The Boss You Don't Double Cross, so war das doch, ne? Mhm. Ja, genau. Ja, es ist irgendwie sowas, da muss ich mal gucken, wie das jetzt hier ist. Gut, aber nochmal, also wie gesagt, er bezieht sich jetzt hier, er macht jetzt hier schon mit Fremdwörtern rum, die also letzten Endes nicht, absolut nicht landläufig sind, ne? Da gibt es eine Kirche Satans in Los Angeles, interessant, ne? Los Angeles, also die Engel da schon damit drin, oder Lost Angels, also die verlorenen Engel, die von einem Mann mit dem Namen Anton Zandor LaVey geführt wird, der gar nicht so heißt, der letzten Endes seinen Künstlernamen da führt, der zwei Bücher geschrieben hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er beabsichtigte, dass diese ernst zu nehmen seien oder wären. Also er macht jetzt schon eine Anspielung, dass er ein Schauspieler ist und der andere eigentlich auch. Ja, der Anton Charles LaVey ist für mich ein absoluter Schauspieler. Ich kann auch gleich ein Bild zeigen, dann weiß man vielleicht warum. Er sagt, er weiß nicht, ob er beabsichtigte, dass diese ernst zu nehmen wären. Andernfalls, wenn es wahr wäre, ist es kompletter Satanismus und es wäre nicht erlaubt oder zugelassen. Also permitted ist dann so immer so auf Permission, also auf eine Duldung oder auf eine Zulassung dann benutzt, ne? So, und das ist jetzt hier die Geschichte von dem Anton Charles LaVey, der Mann mit den Hörnern auf dem Kopf. Also wenn ich so etwas schon anziehe, ja, dann kann ich die Aussage von Christopher Lee verstehen. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich ernst nehmen kann. Denn, nochmal, wenn man so etwas macht, dann macht man sowas, zieht man sowas durch, aber dann muss man nicht großartig drüber reden. Ja, so wie so ein Jimmy Savile oder wie andere Leute, die wirklich richtige satanische Messen abhalten. Da gibt es einige. Die müssen aber nicht dann so werbewirksam mit so Hörnchen da stehen, mit einer Frau und mit einem Totenkopf. Ja, also das ist jetzt hier,
Entschuldigung bitte, ich will jetzt niemandem etwas, aber das ist hier Kindergeburtstag. Ja, so laufen keine echten Satanisten rum. Echte Satanisten bringen andere Menschen um, bringen Opfer und so weiter. Das sind echte Satanisten. Aber die laufen so rum, dass die nicht unbedingt erkannt werden. Ja, das wird natürlich in unserer Zeit jetzt immer schlimmer und mittlerweile kann man sie dann zumindest an ihren Werken erkennen, aber die laufen nicht rum wie Fasching. Ja, das ist hier ein Faschingsprojekt. Das ist, für mich ist die Kirche Satans, Church of Satan von Anton Chanalavé, ist für mich ein Psy-Op-Projekt. Ja, ist für mich so eine psychologische Ablenkung höchsten Grades. Ja, das ist einfach eine Lachnummer. Natürlich haben die ihre Symbole, natürlich haben die auch ihre Bibel geschrieben, was letzten Endes dann schon so richtig so ein Mammutwerk ist, wo man sagen kann, guck mal, also da steckt schon ernster Hintergrund hinter. Aber es gibt auch so etwas wie Ghostwriter. Und wir wissen gar nicht, wer dieses Ding da geschrieben hat. Und wir wissen auch gar nicht, unter welchen Umständen er diese Sache da auch empfangen hat. Wir wissen nur, dass es immer etwas Neues gibt, und zwar jede zwei Generationen, so ungefähr jede 50 Jahre kommt was Neues. Ganz neu ist jetzt, dass die Church of Satan völlig out ist, weil das jetzt The Satanic Temple heißt. Ja? Also was die anderen gemacht haben, war alles langweilig, larifarig, und wir sind jetzt die Echten. Deswegen hat man auch dasselbe Symbol. Das ist, ja, immer was Neues. Ja? Und das ist eben nichts Neues, es ist immer dasselbe, nur mit einem neuen Aufguss. So, und Anton Chanalavé war eben der sogenannte Hohepriester der Church of Satan. Und der hat eben den Christopher Lee ganz toll gefunden. Und er hat gesagt, er hätte den modernen Satanismus definiert und organisiert. Ne? Das sieht man, dass letzten Endes heutzutage kaum einen Einfluss hat, außer das, was Menschen vielleicht im YouTube oder wo auch immer dann sehen. Und er ist eben der Verfasser, sagt man, dieser erschienenen satanischen Bibel aus dem interessanten Jahr 1969. Ne? Da ist so einiges passiert in dem Jahr. Ja, das ist der Anton Chanalavé. Christopher Lee sagt über ihn, er war nicht verpflichtet, aber er schickte mir zwei Exemplare seiner Bücher und weil er ein Bild gesehen hatte, wo ich, Christopher Lee, mit Sammy Davis Jr. zu sehen war, der übrigens ein Ehrenmitglied war, wenn ich richtig im Kopf habe, der Church of Satan von Anton Chanalavé, als ich einen Teufel gespielt habe, so eine Art moderner Teufel, also er sagt selber in dem Interview Up to Date, Devil, namens Lucifer, was nicht stimmt. Ja, Lucifer ist nicht der moderne Teufel. Luziferianismus ist die moderne satanische Philosophie, aber der Titel Luzifer heißt Lichtträger und ist nicht mehr vorhanden. Der ist rausgeworfen worden aus dem Himmel, der Luzifer, und deswegen ist der Titel immer noch Satan und nicht Luzifer. Also wenn er jetzt hier sagt, moderner Teufel Luzifer, dann stimmt das nicht. Das ist die falsche Bezeichnung. Aber das ist eben die Bezeichnung, die eben die Produzenten dieses Filmes da für diesen Streifen benutzt haben. Das Ding, damit meint er den Film, heißt Poor Devil, zu Deutsch armer Teufel. Hier kommt ein Bild. Das ist der arme Teufel Sammy Davis Jr. Das arm streichen wir mal, denn er war ziemlich reich. Also sagen wir mal, das ist der reiche Teufel Sammy Davis Jr., der also auch sein Leben lang mit entsprechenden Menschen auch zusammengearbeitet hat. Ich meine jetzt nicht nur Christopher Lee, sondern auch andere, die halt dafür bekannt sind, nicht so die allerbesten Verbindungen zu haben, beispielsweise Frank Sinatra. Das war ein amüsanter Comedy-Film, also im Sinne von Christopher Lee ist also ein Film, der heißt Armer Teufel, wo er den Lucifer spielt, ein amüsanter Comedy-Film. Und er sandte mir eine Ausgabe eines dieser Bücher, welches betitelt war Regis Satanas, das bedeutet mehr oder weniger Satan ist König. Und er schrieb darunter als Widmung, für Christopher Lee ein guter Schauspieler und ein perfekter Teufel, von Anton Chanalavé. Ich fasse es als Kompliment auf und alles, was er damit beabsichtigt hatte, war, dass es ernst genommen werden sollte. Das ist alles für die Öffentlichkeit. Das ist ein ganz interessanter Satz hier. Das ist alles für die Öffentlichkeit. This is out in the open. Das wird öffentlich gemacht. Aber die reale Sache ist etwas, worauf ich nicht vorbereitet bin oder nicht bereit zu bin, zu diskutieren. Das heißt, er sagt jetzt selber schon, das, was der Anton Chanalavé macht, das ist alles so das ist alles so öffentlich, aber die reale Sache ist etwas, worauf ich nicht vorbereitet bin zu diskutieren. Das heißt, er sagt, die Sache, die Anton Chanalavé macht, ist nicht die reale Sache. Damit hat er recht. Also muss er sich ja schon ein bisschen auskennen. Er sagt Folgendes: Ich habe niemals eine Zeremonie dieser Art besucht. Das ist jetzt eine komische Aussage, denn was ist eine Zeremonie dieser Art? Er sagt hier nicht satanische Zeremonie, er sagt nur Zeremonie dieser Art.
Meint er jetzt die Zeremonie der Art der Kirche von Satan oder meint er jetzt die Zeremonie überhaupt satanischer Zeremonien, worüber er sich dann ein paar Sätze vorher dann ausgebreitet hat? Das heißt jetzt aber nicht, dass er niemals eine Zeremonie besucht hätte. Das heißt nicht, dass er niemals eine Zeremonie besucht hätte. Das heißt nur, dass er niemals eine Zeremonie dieser Art besucht hat, was auch immer diese Art ist. Was aber auch klar ist, dass wir die Menschen an ihren Früchten messen sollen. Und hier steht jetzt auch drei Bilder aus dem Film To the Devil a Daughter von 1975, wo er einen Kreis angeblich aus Blut zieht und da eben ein Mädchen dem Teufel widmen will. Da sieht man auch einen Becher, also einen Kelch, auf dem Altar stehen. Man sieht ihn in einem Priestergewand und das Ganze kommt noch von einem Film von seinem Freund, in Anführungsstrichen Dennis Wheatley. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass er selber eine Zeremonie durchführt. Ja? Und da rechts habt ihr noch mal ein Bild von dem Schauspieler Anton Saint-Lavey. Ja? Also Christopher Lee ist auf jeden Fall definitiv der besser bezahlte Schauspieler. Ja, und der zweite Teil dieses Interviews, den bekommt ihr dann beim nächsten Mal. Das tut mir sehr leid, aber ich glaube, dass sowohl der Jörg als auch ich uns jetzt hier völlig unterschätzt haben, welcher Zeitaufwand das ist, so ein Interview von ein paar Seiten mal zu besprechen, weil die Wahrheit liegt zwischen den Zeilen. Die Wahrheit liegt also in dem, was er auch nicht sagt oder wie er es sagt. Und wenn man das dann eben so macht an der Bibel, dass man die Menschen an ihren Früchten bemisst, dann wissen wir eigentlich auch, welchen Geist der Herrn Christopher Lee leitet. Und wie das jetzt genau weitergeht und wo das alles herkommt und was es da noch alles für interessante Sachen gibt, dann würde ich sagen, solltet ihr den zweiten Teil dann auch mal schauen, wenn wir dann weiter erklären, anhand dieses Beispiels, anhand eines fast in Vergessenheit geratenen Interviews aus den Jahren 1975, wo man viel mehr draus rausholen kann, als einfach nur eine Übersetzung ins Internet stellen. Und deswegen nehmen wir uns die Zeit und machen wir uns die Arbeit, um solche Inhalte euch weiterzubringen, damit ihr wirklich seht, wie listig die Kunstgriffe des Teufels sind. Denn die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Maranatha. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us, and who knoweth us? So many think God does not see their sin. Woe to those who think they can hide from Him. God is grieving, He knows and He's seen. Isaiah 29, verse 15. They say